Heute, am 9. April, wie schon die Frau Hahn gesagt hat, jährt sich zum 76. Mal die Ermordung von Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg. Das Interesse an diesem außergewöhnlichen Menschen ist ja ungebrochen, ist und bleibt jedoch für uns beispielhaft bezüglich seiner Zivilcourage, seines ethischen Verhaltens in Verantwortung für den Nächsten und bezüglich seines unerschütterlichen Glaubens, und der sich in einem Vertrauen ausdrückte, dass er sich von guten Mächten wunderbar geborgen fühlte und fühlen dürfte und in der Gewissheit, dass Gott bei ihm ist, an jedem neuen Tag, am Abend, am Morgen und auch an dem Tag, als er in den Tod gehen musste. Wir wollen heute an ihn und seine Mitstreiter erinnern, auch unter dem Aspekt nie wieder so etwas. Und auch als ernste Mahnung, dass es nicht zur Geschichtsvergessenheit kommen darf. Und wir verbinden diese Erinnerung mit einem Gang zum sogenannten Arrestbau, auch Bunker genannt, in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Bevor wir das Lager betreten, sehen wir das mächtige Gebäude der Lagerkommandant Fuhl. Ebenso auch das Gebäude des ehemaligen SS-Casinos, das heute das Bildungszentrum und Museumscafé der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg beherbergt. Wir gehen nun durch das Kommandanturgebäude hindurch zum ehemaligen Lagertor, das den SS-Bereich vom Lager trennte. Die beiden Säulen, jetzt ganz anders, so. Die beiden Säulen zeigen heute den Eingang zum Lager an. An beiden Seiten begann der Elektrozaun, der das gesamte Lager umgab. Einige Schritte gerade vor uns breitet sich der Appellplatz aus. Das rechte Gebäude schräg hinter dem Eingangsposten beinhaltet die ehemalige Wäscherei. Wir biegen vor dem Gebäude der ehemaligen Wäscherei nach rechts ab und begeben uns auf diesen kleinen Weg, das ist eine Anhöhe, herauf zum ehemaligen Arrestbau, wo wir ja im Hintergrund bereits die Mauerreste sehen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Skizze. Hier die Kommandantur, hier das SS-Casino, hier der Lagereingang, das die beiden Torpfosten, hier der Appellplatz und wir begeben uns jetzt hier noch vor der Wäscherei, vor der ehemaligen Wäscherei, rauf zum Arrestbau mit dem vorgelagerten Hof. Der Bereich des Krankenreviers, an dem wir da vorbeigehen, war nicht ein Ort der Gesundung, sondern es war ein Ort des Sterbens. Es herrschten hier katastrophale hygienische Bedingungen und entsprechend auch Seuchen. Häftlinge, die als Ärzte oder Pfleger hier eingesetzt waren, versuchten meist nur vergebens zu helfen. SS-Ärzte, die da auch eingesetzt waren, führten unnötige Operationen durch und Versuche an den Kranken, die zum Tod der Häftlinge führten. Gegenüber vom Krankenrevier sehen wir auch Häftlingsbaracken. Wir kommen nun zum Eingang des Arresthofs. Der Zugang erfolgte durch eine feste Holztüre, die meistens verschlossen war, vor allem dann, wenn im Hof Hinrichtungen waren. Nach vorsichtigen Schätzungen erfolgte in der Zeit von 1944 bis 1945 erfolgten täglich bis zu 90 Hinrichtungen. Die Tür war also meistens verschlossen. Am Abend nicht immer. Aber da kommen wir kurz noch darauf zu sprechen. Nun gehen wir in den Arresthof hinein und schauen nach Westen. Dort sehen wir links, also südlich, hier
Die Reste eines ebenerdig gemauerten Zellenbaus, der sich über die gesamte Südfront des Arresthofs erstreckte. Dieser Zellenbau umfasste insgesamt 40 Arrestzellen. Eine 3,5 Meter hohe Mauer begrenzte im Westen und dann im Norden, auch hier ist nicht mehr ganz erhalten natürlich, den gesamten Arresthof. Wenn wir noch einmal auf unser Eingangsbild schauen und den Blick werfen, dann sehen wir den östlichen Teil des Arresthofs. Links den Zugang, da wo das Tor war, das ist hier. Hinter dem Arresthof erkennen wir einen Wachturm. Wer Flossenbürg schon kennt, der weiß, dass dann da hinten auch das Tal des Todes befindet. Und wir sehen auch noch den Grundriss eines weiteren Gebäudes. Und da handelte es sich um das ehemalige Bordell für SS-Leute. Die 12 Frauen, die dort als Prostituierte arbeiten mussten, waren selbst Häftlinge und waren aus dem KZ Ravensbrück hierher gebracht worden. Der als Häftling im Arrestbau einsitzende dänische Geheimdienstchef Hans Mathiesen Lunding notierte, er notierte bis zu 100 Besuche von SS-Leuten pro Abend. Angeblich dürften auch gewisse Häftlinge als Prämie für die Steigerung von Arbeitsleistungen im Steinbruch Flossenbürg das Bordell besuchen. Nicht aber Juden, Sintis, Roma und Häftlinge aus der Sowjetunion. Gegenüber vom Eingang zum Arresthof, also hier etwa, befand sich die Schreibstube und daneben der vergitterte Badraum. Hier mussten sich die Häftlinge vor ihrer Ermordung nackt entkleiden. Die Häftlingsnummern und die Symbole für den Haftgrund wurden abgetrennt. Beides wurde dann der Spinnstoffsammlung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt zur Verarbeitung weitergeleitet. Den nackten Häftlingen wurden dann die Hände auf den Rücken gefesselt. Auf Kommando aus der Schreibstube wurden sie dann zur Hinrichtung über den matschigen Weg, also hier, über den matschigen Weg in den westlichen Teil, hier vorne, des Arresthofs an den Arrestzellen vorbei zur Hinrichtung gejagt. Es gibt erschütternde Beispiele, wo Häftlinge durch ihre Zellentüre über den Zellenflur hinweg durchs Fenster zum Hof beobachten mussten, wie andere Häftlinge zur Hinrichtung gebracht oder gezerrt wurden. Auch schwangere Frauen und Kinder wurden nicht verschont. Wenn wir einen Blick in das Innere des Arrestbaus werfen, dann sehen wir links auf dem Boden noch die Markierungen für die einzelnen Zellen. Vor den Zellen, hier dann der Flur, und rechts das Fenster zum Hof. Hinten links sehen wir noch 2 erhaltene Zellen. Insgesamt bestand der Arrestbau aus 40 Arrestzellen, wobei ein Teil der Zellen östlich der Schreibstube, also nach Osten hin, Dunkelzellen, Zellen ohne Fenster waren. Daher führt der Arrestbau auch den Namen Bunker. Wegen angeblicher Verstöße gegen die Lagerordnung wurden hier willkürlich Häftlinge misshandelt und mit Einzelhaft bei Nahrungsentzug und Verdunkelung bestraft. Der Arrestbau diente außerdem als Gefängnis für prominente Sonderhäftlinge aus dem In- und Ausland, die Gegner des Nationalsozialismus waren. Hier der Blick in eine der beiden noch erhaltenen Zellen. Es handelt sich hier um die Zellennummer 39 und 40. Es ist fast wahrscheinlich, dass in einer von diesen beiden Zellen auch Dietrich Bonhoeffer seine letzte Nacht verbracht hat. Das kann man vermuten, weil man weiß, wie der Lagerkommandant Max Kögel die Besetzung der Zellen vorgenommen hat. Wenn einzelne
Gefangene die Schritte und Rufe der Henker hörten, wenn die Türen der Nachbarzellen knallten, wusste der Einzelne nicht, ob nicht er vielleicht der nächste sei, der hingerichtet werden soll. Kalte Angst herrschte in diesen Zellen. Manche Häftlinge waren aber auch Langzeitgefangene, so zum Beispiel der ehemalige österreichische Bundeskanzler Schuschnigg, der zusammen mit seiner Frau und der in einem anderen KZ geborenen kleinen Sissi in Zelle 18 untergebracht war. Die dreijährige Sissi durfte sogar auf dem Flur vor den Zellen herumgehen. In ihrer kindlichen Unbefangenheit lief sie sogar mit, als die Henker die Zellentüren von Gefangenen aufrissen und mit barscher Stimme herausschrien. Dann schrie die kleine Sissi ebenfalls mit ihrer hellen Stimme heraus. Dieses Bild mit einem ehemaligen französischen Häftling, der sich freiwillig dem unbekannten Fotografen stellte, ist unmittelbar nach der Befreiung des KZs am 4. Mai 1945, also etwa 3 Wochen nach dem 9. April, entstanden. Kommen wir nun zu dem Teil des Arresthofs, der der schrecklichste war. Auch dieses Bild mit dem Häftling ist am 4. Mai 1945 entstanden. Über dem Teil, wo er steht, dieser französische Häftling, war eine Balkenkonstruktion angebracht, von der Mauer rechts bis zum Zellenbau, überdacht von einer Zellpappe, damit die Bewohner der Wachmannschaftsbaracke oben, die steht heute nicht mehr, diese Baracke, keinen Einblick nehmen konnten. Der Querbalken dieser Dachkonstruktion hatte 6 Haken. Durch diese Haken liefen die Seile mit den Schlingen. Hinten an der Mauer und rechts wurden die anderen Enden des Seils in Haken befestigt. Die Hinzurichtenden mussten nackt und mit auf dem Rücken gefesselten Händen eine Art Holzschemel oder kleine Stiege besteigen, die dann weggezogen wurde. Damit handelte es sich nicht um einen Galgen mit Falltür, was zum Genickbruch führte. Die Häftlinge wurden erwürgt. Je nach Körpergewicht des einzelnen Delinquenten dauerte es unterschiedlich lange, bis der Tod eintrat. Wenn es zu lange dauerte, wurde der halbtote Körper aus der Schlinge genommen und das Leben des Häftlings mit Genickschuss beendet. Dann waren hier auf der rechten Seite, etwa hier, war da noch ein kleiner Holzverschlag, hinter dem die Genickschussanlage war. Diejenigen Gefangenen, die durch Erschießung hingerichtet werden sollten, mussten sich nackt und mit gefesselten Händen vor eine Platte, Blei oder Holz knien und wurden dann von hinten erschossen. Bis zum Abtransport lagen die toten Körper oft noch länger auf dem Boden in den blutgetränkten Sägespänen, bis sie endlich weggeschafft wurden. Die SS versuchte, die Spur der Hinrichtungen vor dem Eintreffen der US-Armee zu verwischen. Sie beseitigten den Galgen, Sie wissen also, was ich meine damit, im Arresthof. Sie überstrichen die mit Blut bespritzten Mauern und entfernten die blutgetränkte Erde im Hof. Am Ende dieses westlichen Arrestbauhofs sind 3 Gedenktafeln. Auf der Nordseite befindet sich hier seit 2007 eine Tafel für 3 Frauen aus dem französischen Widerstand. Daneben die Erinnerungstafel für 13 Agenten des britischen Geheimdienstes. Im Jahr 1970 wurde dann die Gedenktafel für Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris und die anderen Widerstandskämpfer der deutschen Abwehr angebracht. Jeder dieser hier Ermordeten, Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Ludwig Gehry, Hans Oster, zu Friedrich von Rabenau sage ich noch was, Karl Sack,
und Theodor Sprünk. Jeder dieser hier Ermordeten hat seine Geschichte leider noch viel zu wenig bekannt. Vielleicht aber gerade auch deshalb, weil sich der Blick für uns immer sehr stark auf Dietrich Bonhoeffer richtet. Das ist verständlich. Aber die Schicksale und die Taten dieser weiteren tapferen Männer im Widerstand sollten auch nicht in Vergessenheit geraten. Auf einen Fehler möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. General Friedrich von Rabenau, also er wurde hier nicht, wie unten steht, ermordet am 9. April. Er wurde nicht am 9. April hier ermordet. Als General und evangelischer Theologe und als Zellengenosse von Dietrich Bonhoeffer im KZ Buchenwald war er auch ein Freund des Bischofs von Galen in Münster, da war er eingesetzt. Von Rabenau ist es zum Beispiel zu verdanken, dass die Abtei Maria Laach von der SS nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde. Friedrich von Rabenau wurde vermutlich 3 Tage nach dem 9. April hier auf den fernmündlichen Befehl von Heinrich Himmler im Arresthof erschossen. Ich muss mich leider im Rahmen dieses virtuellen Rundgangs auf nur 3 Personen beschränken, die auf dieser Tafel aufgeführt sind. Vielleicht ergibt sich ein andermal die Möglichkeit, auch über die anderen zu sprechen. Aber ich füge jetzt noch 2 Männer hinzu, die im Zusammenhang mit dem Tod Dietrich Bonhoeffers unbedingt Erwähnung finden müssen. Da ist zum Beispiel, aber jetzt zuerst auf der Tafel ja aufgeführt, Wilhelm Canaris, der Leiter der Abwehr des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht. Er hatte als Geheimdienstleiter das volle Vertrauen von Adolf Hitler, zumal er ja als begeisterter Nationalsozialist schon als U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg und Korvettenkapitän dann später große Meriten erworben hatte. Als Chef der Abwehr mit über 3000 Offizieren als Untergebene. Das Gebäude ist ja noch zu sehen heute, wo das Verteidigungsministerium untergebracht ist, an dem Ufer vom Kanal, vom Landwehrkanal. Es ist das Gebäude noch genau erhalten, wo er allein mit seiner Abwehr war. Aber diese 3000 Offiziere waren natürlich im In- und Ausland an verschiedenen Stellen eingesetzt. Canaris wusste auch um die teilweise weniger erfreulichen Vorgeschichten seiner Gegner beim SS-Sicherheitsdienst und beim Reichssicherheitshauptamt. Also er hat seine Gegner genau gekannt und hat gewusst auch, welche Schwachstellen sie hatten und wo die Leichen in ihrem Keller waren. Ja, er wusste sogar um geheime Kontakte der Stellvertreter Hitlers mit dem sowjetischen Geheimdienst und sich anbahnende Verhandlungen für die Zeit nach dem Krieg. Für Canaris waren es Schockmomente, als man ihm bei der Führung durch mehrere KZs ungeschminkt die Todesmaschinerie der SS erklärte. Seine Erkenntnisse, wie gefährlich die SS war, wurden dadurch nur bestätigt. So war Canaris in besonderer Weise zu einem Doppelspiel gezwungen. Einerseits musste er als Abwehrchef alles legal, halblegal oder illegal unternehmen, um den Anschein zu retten, Hitlers entscheidender Helfer für dessen Kriegsziele zu sein. Auf der anderen Seite aber war sein Ziel, mit Mitteln der Abwehr die SS zu entmachten und unschädlich zu machen und damit auch Hitler abzusetzen. Er wollte allerdings nicht Hitlers Tod. Zum Leiter seiner Zentralabteilung ernannte er Hans Oster. Er hat ihn bestätigt, weil Hans Oster schon bevor Canaris hingekommen ist, dieser Leiter war, aber Canaris hat ihn dann bestätigt. Vom Wesen her war Hans Oster, der auch auf der Tafel aufgeführt ist in Flossenbürg, ein ganz anderer als Canaris. Er war von Anfang an ein Gegner des Nazi-Regimes. Er war ein eleganter, typischer Kavallerieoffizier, den Freuden des Lebens durchaus zugetan. Politisch stand er rechts, war ein überzeugter Monarchist
und fühlte sich immer viel mehr an seinen früheren Treueeid auf den Kaiser als auf seinen späteren Eid auf Hitler an ihn gebunden. Einige Leute hielten Oster für kalt, ja sogar für arrogant. Aber er war immer fröhlich und nur selten betrübt. Er äußerte öfters unvorsichtig, laut, seine Abneigung gegen Hitler und sein Regime. Hitler nannte er grundsätzlich Emil, ich weiß nicht warum, und das nationalsozialistische Regime waren für ihn die Verderber des Reiches. Wenn Canaris nur sporadisch eine Sammlung von Verbrechen, Hinterhältigkeiten und Grausamkeiten des Naziregimes angelegt hatte, so hatte Hans Oster schon ab 1933 eine Skandalchronik angelegt, die als Ostersammlung bezeichnet wurde. Wo Canaris kluge Zurückhaltung bei seinen Kontakten mit anderen Widerständlern der Wehrmacht übte, hatte Oster vielfältige Kontakte zu Hitlergegnern innerhalb und außerhalb der Wehrmacht. Seine ethische Haltung war dadurch geprägt, dass er Sohn eines evangelisch reformierten Pfarrers war. Im Gegensatz zu seinem Chef Canaris sah Oster nur die eine Möglichkeit, Hitler zu liquidieren. Auch Canaris hatte einen sehr religiösen Hintergrund in seiner Erziehung. Hans Oster holte sich als engsten Mitarbeiter den Juristen Hans von Donani. Hans von Donani, der Vater von Klaus von Donani, dem ehemaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, und auch der Vater von Christoph Donani, dem Dirigenten. Donani erweiterte Osters Skandaldokumentation mit Texten, Bildern, Filmen und Zeugenaussagen. Das Ziel war dabei, nach dem Ende der NS-Herrschaft dem In- und Ausland gegenüber Beweise vorlegen zu können, was tatsächlich in der NS-Zeit geschah und wer die Helfer und Helfershelfer für diese grausamen Taten waren. Diese Dokumentation von Hans von Donani gehörte dann auch zu dem späteren verhängnisvollen Fund der sogenannten Zossener Akten. Hans von Donani empfahl nun seinem Chef Hans Oster diesen Mann. Es war sein Schwager und sein Freund Dietrich Bonhoeffer. Er empfahl ihn als Mitarbeiter der Abwehr, ihn aufzunehmen. Bonhoeffers vielfältige ökumenischen Kontakte würden Hilfe sein, so sagte er Hans von Donani, mit dem Ausland notwendige Kontakte zu knüpfen für eine Unterstützung bei der Entmachtung Hitlers und für den Neuanfang Deutschlands. Bonhoeffer war schon von seiner Erziehung her in einem großbürgerlichen Elternhaus ein überzeugter Gegner von Hitler. Schon einen Tag, nachdem Hitler die Macht übernommen hatte, hielt er einen Rundfunkvortrag vom Führer zum Verführer. Er wusste nicht nur von seinem Schwager und von seinem Freund um die nationalsozialistischen Gräueltaten. Donanis Wunsch, ihn bei seiner Widerstandsarbeit in der deutschen Abwehr zu unterstützen, kam ihm gerade recht. Denn da war ja noch ein anderer Grund. Als offizieller Mitarbeiter der deutschen Abwehr dürfte Bonhoeffer nicht zum verhassten Kriegsdienst eingezogen werden. Nachdem Bonhoeffer sich bei den Nationalsozialisten, wie gesagt, bereits unbeliebt gemacht hatte, empfahl Canaris, ihn in Berlin aus der Schusslinie zu nehmen und ihn dafür in der Außenstelle der Abwehr, der deutschen Abwehr einzusetzen, nämlich in München, was auch geschah. Leiter der Außenstelle in München war dieser Mann, der Jurist Josef Müller. Josef Müller bekam diese Stelle auf Empfehlung von Hans Oster
Oster argumentierte gegenüber Wilhelm Canalis, dass Müller hervorragende Kontakte zu den höchsten Stellen im Vatikan habe. Über den Papst könnte leicht wichtiger Einfluss auf das Ausland erfolgen, um das NS-Regime zu stürzen. Fast könnte man sagen, was Bonhoeffer auf evangelischer Seite leisten sollte und geleistet hat, tat Müller auf katholischer Seite. Ein ökumenisches Gespann. Sie waren auch beide Freunde. Bonhoeffer hat mehrmals immer nach seinem Freund noch in der Gefangenschaft, nach seinem Freund Müller gefragt, Josef, wie es ihm wohl geht und umgekehrt auch. Übrigens, Müller sorgte auch dafür, dass Bonhoeffer ungestört im Kloster Ettal an seiner Ethik schreiben konnte. Als freier Mitarbeiter dafür der Außenstelle München. In all diese Aktivitäten von Hans Oster, von Hans von Donani, von Dietrich Bonhoeffer und Josef Müller war natürlich Wilhelm Canalis eingeweiht. Canalis mahnte immer zur Vorsicht und zur strengsten Geheimhaltung aller Aktivitäten. Manchmal tat er das ziemlich energisch, sowohl Hans Oster gegenüber und auch dann natürlich auch Müller gegenüber. Jetzt mache ich einen zeitlichen Sprung, weil sonst werden wir einfach zu lang auf Nebengleise jetzt gelenkt bezüglich unseres heutigen Themas. Sie wissen, der Widerstand flog auf. Hans von Donani und Dietrich Bonhoeffer wurden am 5. April 1943 nur Stunden hintereinander in Berlin verhaftet. Auch Josef Müllers Verhaftung erfolgte am gleichen Tag in München. Erst später erfolgten dann die Festnahmen von Hans Oster, Karl Sack, Ludwig Gehry, Theodor Strünk und nach seiner Entmachtung auch die von Wilhelm Canalis. Bonhoeffer wurde in das Gefängnis Tegel eingeliefert, die anderen in verschiedene andere Gefängnisse. Und jetzt einen weiteren Sprung. Also hier, das war die erste Zelle von Dietrich Bonhoeffer. Er konnte ja dann nach unten wechseln, aber das können wir jetzt nicht weiter ausführen. Infolge des gescheiterten Attentats vom 20. Juli wurden alle Gefangenen in den berüchtigten Gestapo-Keller des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin gebracht. Dieses Reichssicherheitshauptamt steht heute nicht mehr, wenn Sie nach Berlin kommen. Das ist die Stelle, wo die Topografie des Terrors ist. Den Gropiusbau allerdings dahin, den sehen Sie noch. Aber hier, Sie kamen dann alle in dieses Reichssicherheitshauptamt. Die Haft- und Verhörbedingungen waren hier noch brutaler als zuvor. Demütigungen, Essensentzug, Faustschläge, Gewaltanwendungen waren hier an der Tagesordnung. Müller und Canalis mussten den Boden schrubben, nachdem also nun sehr viel Schutt bei einem Fliegerangriff gefallen war. Canalis hatte Essensentzug, Donani lag schon krank, todkrank schon in einer Zelle. Gelegentlich bei Fliegeralarm konnte sich Bonhoeffer sogar in die Zelle Donanis für ein kurzes Gespräch schleichen. Die Vielzahl der Verhöre übernahm der SS-Mann Walter Huppenkoden. Ich sage es jetzt mal mild. Er war nicht zimperlich im Umgang mit den Gefangenen und ebenso auch nicht sein Gehilfe, der SS-Kommissar Kurt Sonderegger. Dass Dietrich Bonhoeffers wunderbares Gedicht von guten Mächten herausgeschmuggelt werden konnte, ist wohl nur seiner Verlobten Maria von Wedemeyer zu verdanken. Sie versuchte vergeblich, ihren Dietrich im Reichssicherheitshauptamt zu besuchen, wurde aber immer wieder von Huppenkoden abgewiesen. Aber es gelang ihr dann, den SS-Kommissar Sonderegger ein bisschen, ich würde sagen, zu bezirzen. Der gab wenige Briefe von Maria und den Eltern an Bonhoeffer weiter und übergab ihr auch am 19. Dezember 1944 den besagten Weihnachtsbrief Bonhoeffers
mit diesem wunderbaren Gebet, das uns erhalten geblieben ist. Und nun ein weiterer Sprung. Infolge der teilweisen Zerstörung des Reichssicherheitshauptamtes, die Gefangenen standen Todesängste aus, wurden die gefangenen Widerstandskämpfer in getrennten Gruppen ins KZ Flossenbürg, ins KZ Buchenwald, darunter auch Bonhoeffer, Josef Müller und Ludwig Gehry, gebracht. Hans von Donani, schwer krank, kam in ein Militärkrankenhaus und dann ins KZ Sachsenhausen. Hier der Bunker in Buchenwald. Wegen der drohenden Einnahme von Buchenwald, ich muss auch jetzt wieder einen Sprung machen, durch die Amerikaner, wurden die Buchenwald-Gefangenen schließlich am 4. April 1945 nach Flossenbürg gebracht. Besser, sie sollten alle nach Flossenbürg gebracht werden. Aber das war nur der eine Grund. Denn an diesem Tag hat wohl auch Adolf Hitler von Ernst Kaltenbrunner, seinem Vertreter, zu lesen bekommen, was die Zossener Aktenfunde beinhalteten. Die Reaktion Hitlers war klar, alle konspirativen Mitglieder der Abwehr sollten mit dem Leben bezahlen. So machte sich unter schwierigen Umständen der Holzvergaser, das Zeisalwagen wurde ja auch genannt, von Buchenwald auf nach Flossenbürg. Dort wurden die Gefangenen gar nicht angenommen, weil das Lager überfüllt und im Aufbruch war. Der Amerikaner war schon so nahe da. Später dann wurden aber doch noch Josef Müller und Franz Liedig herausgerufen. Ludwig Gehry kam auch noch dazu. Aber Bonhoeffer konnte weiterfahren nach Regensburg und wurde schließlich am anderen Tag auch noch nach Schönberg in den Bayerischen Wald geschafft. Der Prozess in Flossenbürg soll nun beginnen. Anfang April, es muss wohl der 4. April gewesen sein, erhielt der SS-Richter Otto Thorbeck in München den Befehl, er solle am Sonntag, den 8. April, in Flossenbürg ein Standgericht durchführen. Zuerst nahm er den Auftrag gar nicht so ernst, wurde aber dann wiederholt und deutlich aufgefordert, dem Befehl nachzukommen. Am Samstagnachmittag, am 7. April, traf er dann mit einer Munitionskolonne, bei der er Mitfahrgelegenheit hatte, in Schwarzenfeld bei der Gendarmeriestation ein. Vorsichtshalber hatte er auch sein Fahrrad mitgenommen. Telefonisch wurde ihm zugesichert, dass er am nächsten Tag in Schwarzenfeld abgeholt, also von Flossenbürg aus in Schwarzenfeld abgeholt und nach Flossenbürg gebracht werde. Er kam dann am Sonntag mit seinem mitgebrachten Fahrrad in Flossenbürg an, wo er mit dem SS-Offizier Walter Huppenkoden zusammentraf. Den kennen wir ja jetzt schon. Huppenkoden war zusammen mit seiner Frau von Sachsenhausen aus nach Flossenbürg gekommen, wo er auch hier als Ankläger fungieren sollte. Am Tag zuvor war er schon Ankläger in KZ Sachsenhausen, was dann mit dem Todesurteil von Hans von Donani endete. Huppenkoden hatte die Vernehmungsakten der Männer der Widerstandsgruppe der deutschen Abwehr dabei. Thorbeck hatte anfänglich größte Bedenken. Er meinte, es ist doch nicht Aufgabe eines SS-Richters, über Männer der Wehrmacht oder über ehemalige Mitglieder der Wehrmacht zu richten. Er vermutete sogar, dass er als Richter instrumentalisiert werden sollte, um Rivalitäten zwischen Wehrmacht und SS-Partei mit einer Gerichtsverhandlung zu beenden. Seine nach angeblich intensivem Aktenstudium erfolgte Erschütterung wegen des kriegsverbrecherischen Treibens der Flossenbürger Gefangenen erleichterte es ihm, so hat er später gesagt,
erleichterte es ihm dann schnell, das Gerichtsverfahren durchzuführen. Der Hinweis Huppenkodens, dass der Richter ein oder zwei Tage zuvor bei Hans von Donani im KZ Sachsenhausen auch keine Bedenken hatte, und Huppenkodens Hinweis auf den Führerbefehl beseitigte gänzlich Torbecks Zweifel, am richtigen Ort handeln zu müssen. Wohl vor, bei oder nach diesem Gespräch stellte sich heraus, dass ein Gefangener fehlte. Im Arrestbau wurde angestrengt nach Bonhoeffer gesucht, Zellentüren wurden aufgerissen, Josef Müller wurde in seiner Zelle angeschrien und gefragt, ob er Bonhoeffer sei. Wie man herausgefunden hat, dass Bonhoeffer in Schönberg sei, ist unbekannt. Jedenfalls wurde trotz Benzinknappheit ein Wagen von Flossenbürg in das 160 Kilometer entfernte Schönberg geschickt, um Bonhoeffer abzuholen. Vermutlich auch Friedrich von Rabenau. Im ehemaligen Mädchenschulhaus in Schönberg war Bonhoeffer im ersten Stock untergebracht, war ja erst am Morgen hingekommen. Unten waren die sieben Häftlinge, die weiblichen sieben Häftlinge untergebracht, und seine Mitgefangenen im ersten Stock baten ihn doch an diesem Tag eine Morgenandacht zu halten. Er hat sich zuerst fast geweigert, das zu tun, hat es aber dann doch gemacht. Die Tageslosung war dann, durch seine Wunden sind wir geheilt, der Jesaja-Text, und der Lehrtext aus 1. Petrus war, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dann kamen die zwei aus Flossenbürg, Gefangene Bonhoeffer fertig machen und mitkommen. Die letzten Worte, die uns überliefert worden sind von Bonhoeffer, waren: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Nach dem angeblich gründlichen Aktenstudium Torbecks erfolgte dann die Verhandlung am Sonntag. Bonhoeffer war wohl erst am späten Nachmittag oder am Abend in Flossenbürg eingetroffen. Otto Torbeck war der Richter, Beisitzer war der gewissenlose Lagerkommandant Max Kögel und Ankläger war Walter Huppenkoden. Verteidiger gab es keinen. Der weitere Beisitzer war der vermutlich brutale SS-Kommissar Kurt Stawitzki. Auf dessen Befehl wurden im Übrigen dann einige Tage später in Berlin der Bruder von Bonhoeffer, Klaus Bonhoeffer, erschossen, ebenso auch Justus Perels, Hans Jonas und noch andere. Ob die Verhandlungen wirklich im Casino stattgefunden haben oder in der Kommandantur oder in der Wäscherei, wie Eberhard Bethke später schrieb, es bleibt alles ein bisschen unklar. Vermutlich waren auch die Verhandlungen manchmal am unterschiedlichen Ort. Angeblich soll jeder der Angeklagten die Möglichkeit gehabt haben, einen letzten Wunsch zu äußern. Von Hans Oster wissen wir, dass er angeblich lieber durch ein Himmelfahrtskommando bei einem Kriegseinsatz sterben wollte, als in der Schlinge in Flossenbürg. Am Abend des 8. April, als Canaris nachts in seine Zelle zurückgebracht worden war, klopfte er per Geheimsprache seinem Zellennachbarn, dem dänischen Geheimdienstchef Hans Lunding, dass es aus mit ihm sei, dass Lunding seine Frau noch grüßen solle und dass ihm bei dieser sogenannten Gerichtsverhandlung das Nasenbein gebrochen worden sei. In den Morgenstunden des 9. April hörte dann Lunding,
wie sein Zellennachbar Canalis aufgerufen wurde, aus der Zelle geführt wurde. Aus dem Spalt in seiner Zellentür sah er, wie der nackte Canalis durch den matschigen Zellenhof zur Richtstätte getrieben wurde. Da Lundin keinen Schuss hörte, wusste er, dass sein Zellennachbar erhängt wurde. Er hörte dann nur noch mehr die Rufe der Nächste. Canalis Erstickungstod erscheint wohl wegen seines geringen Körpergewichts der grässlichste und auch der längste gewesen zu sein. Hans Oster hatte zur gleichen Zeit das gleiche Schicksal. Erst nach längerer Zeit wurden die Leichen auf Bahren weggetragen und hinter dem Arrestbau in der Nähe des Bordells auf einem Holzhaufen verbrannt. Das angebliche Verhör des Pfarrers Bonhoeffer soll laut Angaben von Otto Torbeck, dem Richter, am Montag, dem 9. April stattgefunden haben. Bonhoeffer, so beteuerte Torbeck, war der Letzte von den Angeklagten. Er war nach Worten von Torbeck vollgeständig, bestätigte seinen Lebenslauf und seine konspirativen Tätigkeiten. Eine ganz grässliche Lüge von Torbeck hernach war in einer Gerichtsverhandlung gegen ihn dann, als er behauptete, dass Bonhoeffer sagte, sein Bruder Klaus habe ihn in die ganze Sache hineingezogen und er habe den Tod Hitlers gar nicht gewollt. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass Bonhoeffer einmal schon in Tegel zu einem Mitgefangenen aus Italien gesagt hatte, der ihn fragte, ob er als Pfarrer das verantworten könne, dass er sich am Widerstand beteilige und Hitler sogar töten wollte. Da sagte Bonhoeffer, wenn einer auf dem Kuhdamm besoffen fährt und einen Menschen tot fährt, dann kann ich als Pfarrer nicht nur die Witwe mit frommen Worten trösten und die Angehörigen. Ich muss dem Autofahrer ins Lenkrad greifen. Ich muss dem Rad in die Speichen fallen. Ich muss den besoffenen Kutscher vom Bock stoßen. Ein Punkt aber scheint bei diesem Verhör, was immer auch war, oder bei dieser Verhandlung zugetroffen zu haben. Bonhoeffer hat sich nicht mehr verstellt und sein konspiratives Wirken offen zugegeben. Und das war auch deshalb, weil er bereits im Gestapo-Keller in Berlin erpresst worden ist von Huppenkoten. Man drohte ihm, seine Braut, seine Eltern und seine Geschwister nicht mehr zu verschonen. Auf dem Weg nach Buchenwald und von Buchenwald nach Flossenbürg konnte er das, also nun Josef Müller, sagen, der ihn danach gefragt hatte, dass er erpresst worden ist. Und deshalb hat er auch offen alles zugegeben. Torbeck berichtet in einer späteren Verhandlung, dass die Vernehmung Bonhoeffers etwa um 3:30 Uhr, also um 15.30 Uhr, zu Ende war. Um 16 Uhr war dann alles abgeschlossen. Kögel, der Kommandant vom KZ, fragte ihn, ob er, Torbeck, noch bis zur Vollstreckung der Urteile hier bleiben wolle. Torbeck verneinte wegen dringender Dienstgeschäfte in Nürnberg, ließ sich dann nach Weiden fahren und weil kein Zug mehr wegen der nahen Amerikaner mehr fuhr, strampelte er mit seinem Fahrrad 140 Kilometer nach Nürnberg. Wir müssen also annehmen, wenn diese Äußerung von Torbeck stimmt, dass Bonhoeffer am 9. April dann gegen 15.30 Uhr oder 16 Uhr wohl zusammen mit Gerisack und Sprünk am Strick erwürgt wurde. Dietrich Bonhoeffers Verlobte, die Maria von Wedemeyer, hielt sich in den letzten Kriegsmonaten bei Dietrichs Eltern in Berlin auf. Um eine Sprecherlaubnis zu erhalten, war sie bis zu Huppenkoten vorgedrungen, aber vergeblich. Am 14. Februar musste sie feststellen, dass Dietrich seit Tagen mit unbekanntem Ziel verlegt worden war.
Sie fuhr nach Flossenbürg, sie fuhr nach Dachau, vermutlich auch nach Sachsenhausen und nach Buchenwald und konnte ihren Dietrich nicht finden, erhielt auch keine Auskunft. Sie hat unsägliche Qualen auf sich genommen. Mir hat das die Frau Bethke selber bestätigt und hat gesagt, ich habe das Mädchen bewundert, was sie da alles zur Wege gebracht hat. Ja, sie fuhr sogar noch in die Gegend von Marolz-Weißach, um den ehemaligen Gefängnisgeistlichen Harald Pölkau zu treffen und zu fragen, wo denn Bonhoeffer sei. Pölkau war der Seelsorger in Tegel und Begleiter für viele nach Plötzensee. Aber auch Pölkau konnte ihr keine Auskunft geben, wo ihr Dietrich sei. Er war schon längst tot. Und jetzt fasse ich mich kurz, damit wir nicht zu sehr überziehen. Sie können nämlich über das Folgende auch dann nachlesen, das werde ich Ihnen dann noch zeigen, am Schluss in einer Literaturliste. Warum war das Standgericht eine Mordaktion? Wie schon gesagt, die Angeklagten hatten keinen Verteidiger. Und ein Verteidiger gehört einfach auch in eine Gerichtsverhandlung. Das hätte Torbeck wissen müssen. Und darüber hat er sich hinweggesetzt. Mit der Wahl des KZ-Kommandanten als Beisitzer war klar, dass es nicht um Gerechtigkeit ging, so wie das immer hingestellt wurde. Es war ja ein ordentliches Gerichtsverfahren. Nein, es ging darum, dass unbequeme Häftlinge beseitigt werden sollten. Auch war Torbeck klar, dass die Gerichtsverhandlung nicht in einem KZ hätte stattfinden dürfen. Auch wenn schon der Amerikaner schon sehr nahe war und der Ausflug gesucht war in der Kommandantur außerhalb des Lagers, nein, in einem KZ hätte das nicht stattfinden dürfen. Wenn von einem Standgericht die Rede ist, dann müssen die Taten zeitlich unmittelbar zuvor gewesen sein. Das waren sie auch nicht. Die Angelegenheit lag ja schon weiter zurück. Ein SS-Richter, so wie Torbeck am Anfang ja richtig vermutet hatte, hätte niemals über ehemalige Wehrmachtsangehörige und über Privatpersonen richten dürfen. Die Todesurteile hätten vom Gerichtsherrn, also von Hitler oder von seinem Stellvertreter, bestätigt werden müssen. Hubenkoden hat gesagt, er hätte diese Bestätigung gesehen, aber das hat nicht gestimmt. Und es lag ja bereits der Führerbefehl als Ergebnis vor von Anfang an. Alle diese Sachen hätte Torbeck also nun sehr wohl berücksichtigen müssen und hat sie nicht berücksichtigt. Und das gibt zu denken, noch zusätzlich. Der Bundesgerichtshof sprach Torbeck und Hubenkoden 1956 vom Vorwurf des Mordes und der Mordbeihilfe frei. Es wurde gesagt, Torbeck hat korrekt seine Pflicht erfüllt. Ja, man ging sogar so weit. Hätte er diese seine Pflicht nach diesen damaligen Gesetzen nicht erfüllt, dann müsste man ihn 1956 nachträglich verurteilen. Dietrich Bonhoeffer und die anderen Widerstandskämpfer galten damit als Landes- und Kriegsverräter. Bis der Bundestag, der Deutsche Bundestag, erst 2010 die sogenannten Kriegsverräter rehabilitierte. Walter Hubenkoden wurde wohl auch freigesprochen, aber wegen eines Formfehlers zu 6 Jahren Gefängnissen verurteilt.
Gefängnis verurteilt. Der Formfehler oder die beiden Formfehler lagen darin, er hat keine Urteilsbestätigung eingeholt und er war bei den Hinrichtungen anwesend. Das hätte er als Ankläger nicht tun dürfen. Aber er hat die 6 Jahre dennoch nicht absitzen müssen. Nur ganz kurz. Huppenkotens Wahlverteidiger, ich komme da nochmal drauf, Wahlverteidiger, Dr. Alfred Seidel, der später bayerischer Innenminister war, beantragte sofort Haftverschonung. Zuvor in einem Verfahren sagte er auch, es handelt sich bei dem politischen Prozess gegen Huppenkoten um einen politischen Prozess, in dem einflussreiche Kräfte am Werk seien, um eine Verurteilung zu erreichen. Später haben sehr viele ehemalige SS-Leute Alfred Seidel als Verteidiger gewählt. Und auch das gibt zu denken. 2 der 5 BGH-Richter hatten selbst eine Karriere als SS-Richter. Warum Dr. Josef Müller nicht zum Tod verurteilt wurde. Ich muss mal kurz weiterblättern. Bei Dr. Josef Müller handelt es sich um eine schillernde Figur des Widerstands. Mit Sicherheit, er war ein ernsthafter katholischer Christ. Ökumenische Gesinnung. Was ihn aber nicht hinderte, sich immer wieder auch auf das politische Glatteis zu begeben. Nicht zuletzt führte solches Verhalten ja dann auch schließlich zu seiner Entlassung als Justizminister. Manche von Ihnen werden sich ja daran erinnern. Josef Müller hatte, wie gesagt, hervorragende Kontakte zum Vatikan. Der Führerbefehl, die Mitglieder des Widerstands in der deutschen Abwehr zu töten, galt natürlich auch für Josef Müller. Deshalb wurde er auch zusammen mit Bonhoeffer von Buchenwald nach Flossenbürg geschafft. In Flossenbürg wurde er von Stawitzki und Huppenkoten übel behandelt, mehrmals ins Gesicht geschlagen und auch zum Galgen geführt. Doch urplötzlich wendete sich das Blatt. Alle, die ihm zuvor mit Hass und Gewalt begegnet waren, sprachen ihn jetzt in seiner Zelle höflich als Herr Dr. Müller an. Ja, Huppenkoten hat ihn sogar gebeten, nach dem Krieg seine Verteidigung zu übernehmen. Als Wahlverteidiger. Es war aber dann nicht Josef Müller, sondern Alfred Seidel. Was war geschehen? Jahre zuvor hatte Müller unter ganz anderen Umständen Hans Rattenhuber, den Chef der Leibwache Hitlers, kennengelernt. Eine Geschichte für sich, die ich jetzt hier nicht ausführen kann, aber die auch sehr spannend ist, wie die beiden sich kennengelernt haben. Sie schlossen, weil sie beide Münchner waren und das Bier gemocht haben, schlossen sie Dudes-Freundschaft. Und Müller und Rattenhuber versorgten sich gelegentlich auch gegenseitig mit wertvollen Informationen. Im April traf Rattenhuber, der Chef der Leibwache Hitlers, vor dem Führerbunker in Berlin Ernst Kaltenbronner. Die beiden unterhielten sich und kamen auf die unmittelbar bevorstehende Niederlage zu sprechen. Was dann wohl werde und was wohl dann mit ihnen auch geschehe. Beiden war klar, sie bräuchten Leute, die für sie nach dem Krieg positiv sprechen. Rattenhuber meinte, dass wohl Josef Müller mit seinen hervorragenden Kontakten zum Heiligen Stuhl ein guter Fürsprecher sei. Kaltenbrunner fragte, ja und wo ist denn dieser Müller? Darauf Rattenhuber, der ist in Flossenbürg und wird, wenn nicht schon, hingerichtet.
Sofort sandte Kaltenbrunner darauf ein geheimes Fernschreiben nach Flossenbürg zur Sicherstellung Müllers. Dieser stand schon quasi unter dem Galgen, wurde nochmal zur Kommandantur zurückgebracht. Nachdem besagtes Fernschreiben aber jedoch verstümmelt angekommen war und mit unklarem Inhalt, wäre er beinahe doch noch hingerichtet worden. Im wirklich allerletzten Moment errettete ihn ein Anruf des Kaltenbrunner Adjutanten, der wissen wollte, ob denn der Häftling Müller weisungsgemäß nun auch in Sicherheit sei. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte mit Ihnen noch einmal einen Blick auf die Gedenktafel im Arresthof werfen. Jetzt auch besonders auf den oberen Teil. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass Bonhoeffer für uns auch ein Beispiel für Glauben und Vertrauen auf Gott ist. Der Spruch 2. Timotheus 1,7 sollte auch uns allen immer wieder Mut machen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht und der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das soll uns Mut machen, auch am heutigen 9. April. Zivil zur Courage dort zu zeigen, wo notwendig. Widerstand dort aufzubringen, wo Menschen gequält, beleidigt, gedemütigt werden. Denn wir alle dürfen auf diese Kraft hoffen, die uns dazu gegeben worden ist und gegeben wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht und der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das wünsche ich Ihnen, das wünschen wir uns alle für die Zukunft. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und füge noch die Literaturliste an, da sage ich dann noch was dazu.